Einen wunderschönen guten Morgen, Radiofreunde. Der Tobi ist wieder am Start. Heute am Sonntag, den 17. Dezember, dritter Advent haben wir schon. Ja, Wahnsinn, die Zeit geht rum. Bald ist Weihnachten. Und ich habe noch keine Geschenke. Bist du auch immer einer, der so auf die letzten Tage kauft? Ja, so am 25., 26. Dezember. Genau. War das ja eigentlich nicht eine Lehre, dass wir jetzt eigentlich im August schon Werbung für unseren Adventskalender gemacht haben, um einfach schon im Vorfeld alles einzukaufen, stressfrei? Nein, ich habe, muss ich aber ehrlich gestehen, schon Trick 17 gemacht. Letztes Jahr einen Adventskalender gekauft und aus dem Adventskalender dann Notfallgeschenke gebastelt. Das ist auch schlau. Ja. Ihr könnt den bei schwarzwaldradio.com/Adventskalender euch natürlich noch holen. Genau, und dann auch gegebenenfalls mit der Family alle am 24. auspacken. 24 Geschenke, die verteilen, dann hat man auch für jeden was. Genau, das ist dann wie Tauschbörse, wie Wichteln. So, genau. Das ist richtig gut. Schwarzwaldradio. Genau, dann öffnen wir mal zusammen Türchen Nummer 17. Jo. Du darfst machen, mir tut der Finger schon weh. 16 war hier. Bei ihm heute. Am Ski. Genau, es ist ein großes Türchen. Jetzt, wo geht's denn auf? Hier. Ah, so ein. Okay. Das ist ein großes Türchen. Das sieht gut aus. Das sieht aber richtig gut aus. Das sieht lecker aus, da braucht man noch schweres Werkzeug dazu heute. Ich glaube, das ist heute nichts für Vegetarier. Oh doch, ist was für Vegetarier. Man meint, es ist eine Dosenwurst, Bixewurst, wie man bei uns im Schwarzwald sagt. Aber nein, es sind Apfel-Zimt-Cookies. Apfel-Zimt-Cookies von der Armbruster-Bäckerei. In der Bix. Süßes aus der Büchse. Genau. Und für Leute mit drei linken Händen wie mich, man braucht keinen Dosenöffner, sondern hat direkt so eine Lasche. Du schaffst es, die Lasche auch so abzureißen. Ja, danke. Du kennst mich aber gut. Ja. Kommen ja schon ein paar Jahre her. Was ist denn das für eine Kiste daneben dran bei dir? Das ist unsere Jukebox, denn wir haben ja unseren Slogan. Wir sind Deutschlands größte Jukebox mit Schwarzwaldradio. Die schmeißen wir jeden Tag regelmäßig an mit ihren euren Musikwünschen. Auch morgen früh wieder. Dich kann morgen hören? Ab 6. Genau. Ab 6, der neue Morgen bei Schwarzwaldradio. Genau.